Hallo und willkommen zurück in No Man's Sky. Erstmal an Marcel ein krasses Dankeschön für deine Anfrage in den Kommentaren. Ja, wir sind hier bei dem Eisequenzer und wollen mal ein wenig versuchen, die Frage zu beantworten. Und ja, also das Ei haben wir ja schon mal drin. Und verschiedene Dinge können wir einlegen. Pyrit, das heißt, die Größe geht runter. Das ist vielleicht nicht so gut, allerdings, naja, wer es etwas kleiner haben möchte, natürlich dann schon. Und ja, bei chromatischem Metall passiert dasselbe, möchte ich auch nicht. Mal gucken, was haben wir noch. Ja, mal gucken, Silber. Ja, da geht die Größe nach oben. 100% eingelegt, das heißt die entsprechende Menge, die 100% ergibt. Und bei geerbt, das ist hauptsächlich die Frage, sieht es so aus, der Marcel sagt, bei ihm geht das nie weg und es wird nicht auf instabil. Aber ich denke, das ist gar nicht dieser Teil, den du meinst, sondern das kommt dann auch gleich noch. Und mit Platin auch wieder instabil. Also hier konnte ich bisher immer einlegen, was ich wollte. Eigentlich, ja, entweder stand halt geerbt oder instabil. Also da habe ich bisher keine Änderung gefunden bei genetischen Splitter. Und ja, es ist halt eine Sache von, was wollen wir und wie sieht es hinterher aus. Allerdings kann ich vorher nicht sagen, wie es aussehen wird. Und einfach mal ein bisschen rumprobieren hier. Wir haben ja 3 Eier zur Verfügung. Einfach mal die Menge verändert, wie es dann aussieht. Jetzt haben wir nur 46%, trotzdem instabil. Die Anatomie, Färbung, auch instabil. Und bei der Hingabe ist jetzt auch erhöht. Oh, mit 75%, also da ändert sich jetzt nichts weiter. Auch die 100% ändern nichts. Einfach mal ein bisschen rumprobieren und zum Beispiel mit Dioxid auch instabil. Mal gucken, was nehmen wir jetzt noch? Phosphor auch instabil, 100%. Na, mal gucken, was noch so geht. Einfach mal probieren mit einer Pflanze. Ja, das geht ja auch. Wahnsinn. Mit einer Pflanze. Na gut. Und Sternknolle, mal gucken. Funktioniert auch, okay. Na, im Schiff haben wir nicht allzu viel. Also zumindest nichts, was funktioniert oder nicht viel. Ja, mal gucken, was damit passiert. Auch instabil 5%. Ja, was diese 5% mit instabil zu tun haben, also wie das dann aussieht, kann ich leider nicht wirklich beantworten. Ich versuche eigentlich immer heute so um die 100% hinzubekommen. Aber das muss jetzt einfach auch mal reichen. Und dann tun wir das Ei sequenzieren. Gut, was haben wir denn? Ja. Also Gewicht, Anatomie geerbt, Färbung geerbt und Persönlichkeit geerbt. Ich denke, das meintest du. Ansonsten haben wir Potenzial sehr groß und sanftmütig. Das hört sich auf jeden Fall schon mal besser an. Das ist das, was wir vorher eigentlich auch gesehen haben. So, Sequenzer nochmal auf. Ein weiterer Versuch. Wir haben ja noch 2 weitere Eier. Nee, das hatten wir. Ja, momentan steht es auf durchschnittlich. Rein damit. Und einfach mal mit ein paar Materialien, also Metz, beladen, bestücken. Ja, Tritium und, na, da geht es noch nicht mal hoch. Bleibt auf geerbt. Also das natürlich gar nicht. Ich nehme an, das geerbt bedeutet in dem Falle, dass es so bleibt, wie es war. Also wie es eigentlich vorgesehen gewesen ist, nachdem es ausgebrütet gewesen ist.
Stärkenknolle geht dort auch nicht. Und mal gucken. Jo, bei Platin geht es natürlich wieder hoch. Und ja, nächste. Tja, Fazium bringt auch nur instabil, also da ändert sich jetzt dieses Mal nichts. Mordit bringt eigentlich auch nur instabil, 100% in dem Falle. Ja, mal gucken. Ja, und der Pilzschimmel, ja, da haben wir die Hilfsbereitschaft erhöht. Sehr schön. Sternknolle ebenso. Schon nicht schlecht, 100%ige Dosierung. So, beginnen wir mal. Das geht ja recht schnell hier. Sehr schön. So, dort auch wieder. Es steht alles auf geerbt. Ja, und ansonsten Potenzial sehr groß und freidenkend. Okay. Freigeist. Na, da ändert sich wieder nichts. Also es kommt scheinbar nicht darauf an, was für ein Tier wir haben, also was für ein Begleiter. Und ich schätze mal, das hängt davon ab, dass halt das Ei an sich... Ah, was haben wir denn da? Auch erhöht, 100%. Also Zytophosphat ist mal gar nicht so schlecht. Wusste gar nicht mehr, dass ich das noch in der Tasche habe. Ja. Wunderbar. Haben wir beides erhöht, instabil. Und dann wollen wir uns das gleich auch nochmal angucken. Okay, was haben wir da? Hingebungsvoll. Aha, sehr groß hingebungsvoll. Das ist sehr schön. Letztes war dieses und mit E können wir es ausbrüten, mit X Stellübertragung wie gehabt, also ganz normal das Inventar übertragen. Ah, sanftmütig. Wir fangen mal mit den Hingebungsvoll an. Ja. Nein, Lobby ist voll. Oh. Okay, ich glaube, unser Ei ist jetzt nicht mehr da. Oder? Naja, erstmal weiter. Oder wir gucken mal nach. Ja. Begleiterliste. Ja, nee, alles voll. Nein. Völlig vergessen. Oh, ich denke, auf die können wir hier teilweise verzichten. Ja. Der Krebs ist auch das Ei gewesen, was wir jetzt versehentlich vernichtet haben. Also jetzt ja nicht, dass es der Krebs gewesen wäre, der ausgebrütet ist, sondern von dem ich das Ei habe. Mal schauen. Noch einen weg. Hm. Ja, theoretisch hätten wir ja drei zur Verfügung. Also hätte ich eigentlich drei... Nee. Alter, Alter, der ist gut. Ja, hört sich seltsam an, aber okay. Nee, der ist ganz okay, kann man sagen. Ja. Na, ich denke nicht, dass wir das Ei wieder kriegen. Gut, ich könnte jetzt den Speicherpunkt wieder zurücksetzen. Dann hätte ich wieder alle drei Eier, müssten wir alle wieder sequenzieren. Davon möchte ich jetzt mal absehen und ja, einen Krebs möchte ich eh nicht. Mal gucken, was wir hier so haben.
Okay, also der fliegt und... Ja, die Färbung können wir nicht korrekt sehen. Joro, Joro. Ja, aber die Hände und Füße sehen so seltsam aus. Das gefällt mir eigentlich nicht wirklich. Na, mal streicheln hier. Gleich noch einen hinterher. Gut. Ja, viel passiert da jetzt nicht. Wir können den auch noch anpassen. Machen wir jetzt aber nicht. Denn gefallen tut er mir nicht wirklich. Wieso kann ich den nicht füttern? Das ist ja ungeschickt. Ah. Ja, genau. Da stellen wir noch ein paar her von. Die Kreaturkugeln. Was machen wir denn? 10. 10 ist eine gute Sache. So. Ja, jetzt können wir auch wieder füttern oder überhaupt füttern. Sehr schön. Fühlt sich offen. Wie ist denn das gemeint? Ja, nee, also. Das ist schon ein wenig seltsam. Vielleicht offen zu zuhören oder so, ich weiß es nicht. Na gut, nächste Ei. Und... Da haben wir unseren neuen Begleiter. Wie heißt er? Ornista. Okay, gut. Jo, dann aufstreicheln. Der sieht ja lustig aus. Was? Kopf im Boden? Was ist da los? Und voller Mecker. Nein. So. Dann schauen wir doch mal. Wir können den natürlich jetzt auch noch irgendwo hinschicken. Das wollen wir mal machen. Mal gucken, was er überhaupt macht. Los, lauf. Lauf, lauf, lauf. Oh, das ist ja ganz gemütlicher. Ja, komm schon. Lauf, lauf, lauf. Okay. Commander Black Sheep, vielen Dank. Habe ich zwar nicht gebraucht, aber ich danke dir. Na, und auch erstmal einen Begleiter rausgeholt. Ja, mit den Materialien hier, das passiert hin und wieder, kennt ihr bestimmt auch. Wenn ihr im Multiplayer spielt, zack, habt da irgendwas in der Tasche, was ihr gar nicht brauchtet. Und glücklicherweise manches Mal passiert ist, ihr habt was in der Tasche oder ihr wollt etwas haben. Und schwupps ist der Platz belegt. Ne? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Kann auch nicht einfach verschwinden. Hat ein neues Deck entdeckt? Hä? Das. Ja. Da ist er wieder. Juhu. Okay, gut. So. Dann schicken wir den nochmal ein bisschen durch die Gegend. Ich will mal gucken, was er so überhaupt macht. Richtig Schiff ist. Ja. Ich meine, der kann zwar nicht einsteigen. Der ist ja sowas von gemütlich. Und irgendwie ist das richtig niedlich. Lass mal von vorne gucken. Jo. Ja, da kann man sogar richtig sagen, so. Irgendwie ist der süß. Ja, mit der Farbgebung würde ich allerdings auch noch gerne sehen. Das machen wir dann auch gleich noch. Jo. Der läuft ja richtig schnell jetzt. Ui. Cool. Na, mal vom Nahen gucken. Und machen wir doch mal ein Foto, oder? Na, mit Augen zu. Tja, jetzt. Okay. Gut. Was macht er jetzt? Er schleicht da. Guckt euch das an. Das sieht ja cool aus. Er schleicht sich ja. Du und fliegt wieder zurück.
So, dann gucken wir uns das Ganze jetzt auf dem Planeten noch an. Da sind wir. Dann sehen wir den auch mal in Farbe. Ja. Ich war es doch jetzt. Da, der definitiv nicht. Ah, wir gucken einfach in die Liste. Und da, Onista war das genau. Mieni. Mhm. Sanftmut, Hingabe, 20%. Hm, auch schön. Zwar jetzt nicht so viel wie erwartet, aber ist okay, denke ich mal. Wo ist er? Da, Onista. Ja, wir könnten den eigentlich auch noch umbenennen, aber da sehe ich jetzt mal von ab. Denn die Frage war eigentlich ja eine ganz andere von Marcel und ich hoffe, ich konnte das soweit so gut beantworten. Ja, komm schon. Ha, lauf, lauf. Fühlt sich gut. Das ist gut, oder? Ja. Also wie ihr seht, eine Frage in den Kommentaren oder ihr könnt auch auf den Discord kommen. Da können wir dann direkt drüber reden. Das dauert dann nicht ganz so lange. Lauf, 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 lauf. Der Discord ist unter dem Video auch verlinkt. Oh, schlecht Wetter, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Was macht der da? Der versteckt sich. Alles klar, okay. Ja, da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.